Reisen ist das Schönste auf der Welt. 365 Tage im Jahr Urlaub, neue Kulturen entdecken, unendlich viele neue Menschen kennenlernen, Freundschaften überall auf der Welt aufbauen, neues Essen probieren und Orte entdecken, die sonst eigentlich nur in Filmen gezeigt werden. Seit jetzt 2,5 Jahren teilen wir auf unserem Instagram und jetzt seit einem Jahr auf unserem YouTube-Kanal, was es da draußen in der Welt zu entdecken gibt. Auf unserem Kanal ist es immer lustig, fast immer wunderschön. Die Orte sind beeindruckend, die Menschen sind freundlich, das Essen schmeckt gut. Alles sieht so einfach aus, wir sind glücklich. Doch das ist nicht die ganze Wahrheit. Reisen ist auch anstrengend und das nicht zu wenig. Reisen ist unglamourös, herausfordernd und hat meist wenig mit Urlaub zu tun. Und auch wenn wir es lange nicht wahrhaben wollten und viele Wochen unterdrückt haben, wir sind aktuell vor allem eins: müde. Wir machen dieses Video nicht, um irgendwie rumzujammern oder uns zu beschweren, wie hart unser Leben doch sei, sondern wir machen das einfach nur, weil es hier unser Kanal ist und wir möchten auf unserem Kanal unsere ehrlichen und offenen Gefühle teilen. Und es ist einfach jetzt ein Punkt, wo wir einfach auch gemerkt haben, dass es über dieses Thema so wenig Content gibt. Überall ist es immer so schön und so cool und das Reisen macht so viel Spaß und es tut's auch. Aber auch darüber muss geredet werden und ich glaube, gerade weil so viele Reisende da draußen sind, die sich so viel Inspiration und Information über YouTube holen, ist es wichtig, dass es auch mal dieses Video gibt. Ganz kurz zur groben Eingliederung. Unsere Kambodscha-Reise ist natürlich noch nicht zu Ende. Die Videos werden nach diesem Video quasi ganz normal weitergehen. Die sind auch schon abgedreht. Aber wir befinden uns hier jetzt gerade in Vietnam und sind hier in Da Nang City. Das ist so ein bisschen das Miami Beach von Vietnam. Echt eine verrückte Stadt. Aber darum geht es in diesem Video nicht. Wir haben jetzt hier einfach gerade in Vietnam diesen aktuellen oder diesen kompletten Höhepunkt unserer Gefühlslage irgendwie erreicht. Wir waren jetzt super lange unterwegs. Und hier ist jetzt alles gerade einfach, weiß ich nicht, am Peak gekommen. Deswegen haben wir zum Beispiel dieses Hotelzimmer die letzten 2 Tage einfach gar nicht verlassen und waren hier komplett drin. Uns geht es aktuell einfach nicht so gut. Wir sind einfach extrem erschöpft. Wir haben uns extrem übernommen und wir sind im wahrsten Sinne des Wortes einfach ausgebrannt. Wir sind erschöpft und das Ganze führt einfach dazu, dass es uns sowohl körperlich als auch mental nicht so dolle geht und das ist einfach, dafür muss Platz hier auf diesem Kanal sein und ja. Das, ich glaube, wir haben uns einfach zu viel vorgenommen und deswegen ist uns das auch total wichtig, dass wir das halt jetzt so kommunizieren, weil wir auf unserem Kanal das natürlich so ein bisschen vorleben. Wir waren irgendwie auf den Philippinen, wir waren in Australien, dann waren wir in Indonesien, dann sind wir nach Thailand gegangen, dann waren wir in Kambodscha, jetzt sind wir in Vietnam und leben das quasi so ein bisschen vor. Haha, es ist alles so einfach und jeder Vlog ist so lustig und jeder Vlog ist so cool. Dabei geht es uns dann gar nicht so gut und wir finden so ein bisschen, dass das halt ein falsches Bild vermitteln kann. Genau, und ich glaube, das, was dann noch dazu kommt, ist, dass uns persönlich zum Beispiel die Routinen total fehlen. Das, was jeder versucht auszubrechen aus dem Hamsterrad, aus dem Alltag, aus dem, was weiß ich, 9-to-5. Ist alles schön und gut, aber uns fehlen extrem gerade Routinen, wie zum Beispiel Sportroutinen, einfach weil wir so super schnell jetzt seit im Dreivierteljahr wirklich on the go sind und eigentlich an keinem Ort länger als zwischen 3 und 5 Tage sind, geht es uns einfach, das schlägt einfach auf den Körper. Wir fühlen uns total ohne Energie und es ist natürlich, je weniger Sport man macht, desto weniger Energie hat man. Das fehlt uns total. Ernährung spielt natürlich da auch eine Rolle, dass wir einfach uns jedes Mal neu orientieren müssen und so weiter und so fort. Und es führt einfach dazu, dass wir uns ja sowohl körperlich als auch mental nicht so gut fühlen. Wir haben uns jetzt aber dazu entschlossen, das Zimmer doch mal wieder zu verlassen und werden jetzt erstmal einen Kaffee trinken hier im wunderschönen Da Nang. Wir waren jetzt seit 2 Tagen nicht draußen. Unser Scooter wurde jetzt einfach mal umgeparkt und steht jetzt irgendwie unten in der Tiefgarage. Also mal gucken, ob wir da jetzt ankommen. We found it! Yay! Jetzt gibt's erstmal was zu essen holen. When we tell people we go traveling, they assume we go on vacation, which in my mind is the very opposite of traveling. One's goal is to relax by the pool, and believe me, there's nothing wrong with that. But the other one, when done correctly, should be challenging and pulling on the very fabric of your reality.
Ja, wir haben dieses Zitat in einem Video gesehen bzw. gehört und fanden es so mega passend. Das weil ist richtig eye-opening irgendwie. Total. Und es war einfach für uns irgendwie so ein bisschen, dass wir das alles auch nur bestätigen können. Also Reisen geht total an die Substanz. Reisen ist extrem anstrengend und bringt dich aus der Komfortzone, was auch erstmal die positive Eigenschaft des Reisens ist, weil das alles sehr gute Sachen sind. Aber Dinge wie zum Beispiel sich immer drum kümmern, wo man morgen schläft, immer neue Essensorte suchen und in unbequemen Betten schlafen, ein doofes Kissen zu haben und so weiter. Das sind alles Sachen, die man irgendwie im Urlaub, es macht einem Spaß im Urlaub, Restaurants zu suchen oder neue Orte zu planen, seine Reise zu planen. Das macht Spaß, wenn es auf einen limitierten Zeitraum begrenzt ist, aber auf Dauer ist es einfach nur noch anstrengend. Ja, und ich glaube, das passt auch echt richtig gut. Also unsere Vietnam-Reise, die war, ist das wirklich, fühlt sich so ein bisschen an, als hätten wir das einfach unsere Liste geschrieben an Orten, an Aktivitäten, an Dingen und jetzt haken wir eine Sache nach der anderen ab. Und das ist einfach, glaube ich, das Falsche. Es ist irgendwie die falsche Intention, das ist die falsche Motivation und so sollte das Reisen irgendwie nicht aussehen. Wir haben auf jeden Fall jeden Tag so unglaublich viele Eindrücke und die letzten Nächte haben wir wirklich, wir schlafen wirklich immer so tief und fest. Ich habe wirklich das Gefühl, unsere Gehirne müssen so unglaublich viel aufarbeiten. Weil wir auch so viel erlebt haben. Also wir haben einfach so einen Druck, irgendwie dieses ganze Land zu bereisen oder auch diese ganzen Länder zu bereisen, weil erstens, wer weiß, ob wir wiederkommen, wann wir wiederkommen und zweitens kriegen wir extrem viel Druck von außen, von Leuten, die das gar nicht so meinen, aber einfach von außen, von Leuten, ihr müsst doch das sehen und ihr müsst doch da hin und warte schon dort und dies und das. Und das löst in uns selber dann so einen Druck aus, dass wir selber uns diese Listen schreiben. Eine große weitere Sache, die dann auch irgendwie hinzukommt, ist einfach so das soziale Umfeld. Also Laura und ich reden unglaublich viel miteinander. Ich glaube, vor zwei Tagen hatten wir so einen Tag, wo wir einfach den ganzen Tag im Bett lagen und nur über unsere Zukunft, über unsere Pläne, über unsere Visionen, über unsere Gefühle. Wir haben geweint, wir haben gelacht. Es war wirklich alles ein wildes Durcheinander. Aber trotzdem können wir irgendwie kein soziales Gefüge für uns aufbauen. Also. Und es fehlt uns total. Wir sind beide eigentlich totale soziale Menschen. Wir haben beide extrem große Freundeskreise zu Hause gehabt, haben die auch immer noch teilweise. Und lieben es, mit anderen Leuten uns auszutauschen. Wir lieben es auch, wenn zum Beispiel Leute aus unserer Community auf uns zukommen und mit uns ins Gespräch kommen. Also wir lieben es einfach, Menschen kennenzulernen. Und viele von euch denken wahrscheinlich jetzt so, aber ihr seid doch so viel unterwegs, ihr lernt doch bestimmt so viele Leute kennen. Aber es ist einfach, wenn man dauerhaft einen Ort wechselt und dauerhaft an einem neuen Ort ist, gibt es keine Chance, wirklich ein soziales Gefüge und Freundschaften aufzubauen, auf die man sich ernsthaft verlassen kann. Natürlich hat man mal Leute, mit denen man mal weggehen kann oder irgendwie mal auch was unternehmen kann, so ein Tagesausflug oder so. Aber es geht halt nie tiefer in eine Freundschaft, die man braucht, wenn man so ein sozialer Mensch ist, wie das wir sind. Zuerst dachten wir, wir wären alleine mit unseren Gefühlen und haben uns für diese geschämt. Sollten wir nicht eigentlich gerade die schönste Zeit unseres Lebens haben? Dann sind wir mal in die Online-Recherche gegangen und haben dieses Phänomen unter dem Begriff Reiseburnout gefunden. Plötzlich haben wir uns verstanden gefühlt. Dinge, die man anfangs noch geliebt hat, waren jetzt einfach nur noch ätzend. Den minimalistischen Reisestil, keinen Besitz zu haben, die immer anhaltende Reiseplanung und dauernd neue Orte zu entdecken. Wir fühlen uns wortwörtlich ausgebrannt. Das Reiseburnout hat bei uns dazu geführt, dass wir jegliche Resilienzen abgebaut haben. Dinge, die wir früher noch einfach weggesteckt haben, gehen uns jetzt an die Substanz. Sei es ein nicht so gut schmeckendes Essen, ein Taxifahrer, der versucht, uns abzuziehen, oder negative Kommentare auf Social Media. Wir entdecken hier in Da Nang wirklich gefühlt jeden Tag irgendwie eine neue, schöne Ecke. Wir sind jetzt gerade einfach mal ein paar Meter gefahren, sind hier im total schönen Park direkt am Strand. Der Strand ist hinter uns und es sind überall Palmen. Es ist so eine richtige Parkanlage, also wirklich total schön. Und es bringt uns direkt irgendwie auch zu dem nächsten Punkt, mit dem wir aktuell total strugglen. Weil jedes Mal, wenn wir irgendwie an einen schönen Ort kommen, haben wir selber das Gefühl, dass wir den irgendwie euch zeigen müssen, dass wir darüber Content machen müssen. Dass wir es auch zeigen wollen, aber in Kombination einfach mit unserem Job YouTube, wo wir einfach wissen, dass wir abliefern müssen, dass wir jede Woche oder zweimal die Woche oder wie oft auch immer ein YouTube-Video hochladen müssen. Einfach in dieser Kombination fällt es uns dann extrem schwer und wir spüren dann einfach so einen super Druck, dass wir ja Content abliefern müssen. Und dann sehen wir einfach andere Creator, die das so augenscheinlich extrem einfach. Ja, ich meine, wir lassen das ja auch total einfach aussehen. Ich meine, wir posten jetzt seit super langer Zeit, zweimal die Woche. Wir kriegen auch häufig Nachrichten. Oh, wie kriegt ihr das dann überhaupt alles hin? Und ja, wir strugglen da auch. Und ich glaube, wir selber üben mit dem, was wir tun, auch Druck auf andere aus. Deswegen ist es einfach so eine Wechselwirkung. Aber andere tun es eben auch bei uns. Genau. Und man denkt halt immer,
andere kriegen das doch auch hin, warum kriegen wir das nicht hin? Also wir haben einfach angefangen, an uns selber zu zweifeln, warum das denn bei allen so einfach aussieht und wir halt so übel strugglen, was halt einfach so ein Todeskreislauf ist, weil wir wahrscheinlich dann wieder einen anderen Druck ausüben, was wir eigentlich überhaupt nicht wollen. Eine weitere sehr schöne Sache eigentlich kommt auch noch dazu. Wir sind nun jetzt beide 28, bald wirst du 29. Und für uns steht es schon fest, dass wir irgendwann mal eine Familie haben wollen und dass wir irgendwann mal Kinder haben wollen. Und das lässt sich irgendwie aktuell nicht so richtig vereinbaren. Also unser Leben, was wir jetzt so führen, es würde einfach nicht gehen mit Kindern. Keine Frage. Beziehungsweise machen wir uns auch da selber den Druck, genau, wir wissen halt einfach nicht, wie es sein würde. Wir wissen nicht, wie es sein wird, aber es gibt natürlich gewisse Aktivitäten, die man vielleicht mit einem kleinen Kind oder geschweige denn mit mehreren Kindern nicht machen kann. Also zum Beispiel hier in Vietnam gibt es so einen Loop. Da fährt man mehrere Tage auf dem Moped durch die Berge in Vietnam. Da weiß ich einfach nicht, ob es so sinnvoll ist, das mit einem kleinen Kind zu machen. I don't know. Vielleicht geht's, vielleicht auch nicht. Aber das löst natürlich bei uns einfach ein gesellschaftlicher Druck aus. Oh Gott, können wir das noch machen, wenn wir Kinder haben? Können wir noch in Hostels schlafen, wenn wir Kinder haben? Genau, wie viel Zeit haben wir dann noch? Wann, was wollen wir noch machen, bevor wir Kinder haben? Was wollen wir danach machen? Also, glaube ich, einfach so ein Struggle. Ich glaube, viele können sich damit auch relaten. Eigentlich würden wir viel lieber genau solchen Content viel mehr machen und einfach so ein bisschen über unsere Gefühle sprechen. Aber wir haben halt vor 2,5 Jahren mit Instagram angefangen und einfach, was wir da beobachtet haben, ist, dass der Instagram-Algorithmus es einfach mehr pusht, wenn man diesen Friede, Freude, Eierkuchen, epische Sports, Christian, also Lost LeBlanc, hat mal das als Poo-Content bezeichnet. Ich finde es eigentlich ein sehr geiles Wort. Es ist immer dieses klassische Instagram, ne? Also genau. Jemand rennt mit seinem langen Wallerkleid über den Strand und alles sieht perfekt aus. Sonnenuntergang, man küsst sich oder Menschen werden rausgefotoshoppt. Ich meine, das waren wir noch nie. Wer uns auf Instagram folgt, weiß, dass ich mich auch nicht in ein Kleid zwänge und dann einen auf Walla Walla mache. Aber natürlich trotzdem versuchen wir einfach immer epische Shots zu zeigen und wir versuchen auch immer so ein bisschen, ja, ich sag jetzt mal, wenig anzuecken. Wir haben einfach schon sehr viel schlechte Erfahrungen gemacht. Wir kriegen auch immer wieder hier auf diesem YouTube-Kanal sehr negative Kommentare von... Es wird auch unter diesem Video. Wie könnt ihr bloß euch darüber beschweren, was ein fantastisches Leben ihr habt? Also, genau, es gehört dazu. Wenn man in der Öffentlichkeit steht, ist es auch in Ordnung. Aber was wir irgendwie angefangen haben, ist so ein bisschen in unser Schneckenhaus zu wühlen und halt irgendwie so bloß nicht mehr anzuecken. Bloß nie, also immer korrekt zu sein und immer zu sagen, hey, das ist so und so, aber ihr könnt auch noch das und das und das machen und hier ist es so und so. Also wir haben immer versucht, möglichst neutral Leute zu beschreiben, Orte zu beschreiben, Essen zu beschreiben, niemandem auf die Füße zu treten. Dabei finden wir, eigentlich dürfen wir auf unserem Instagram-Kanal auch mal sagen oder auf unserem YouTube-Kanal, hey, das Essen schmeckt uns hier nicht. Es ist in Ordnung und das müssen wir jetzt einfach erstmal wieder lernen. Zu diesem ganzen Thema kommt dann auch noch dieses Phänomen, dass auf Instagram, YouTube und vielleicht auch im Real Life das so unglaublich zelebriert wird, wie viele Länder man doch schon bereist hat. Also es gibt ganze Instagram-Bios, also dieser Text, der unter dem Profilbild ist. 37 von 356. Ne? Ja. Länder gibt es nicht, weiß es nicht. Und es gibt ganze Creator, die dieser ganzen Sache nachstreben. Man muss 100 Länder bereisen und das ist das Ziel. Also versteht mich nicht falsch, auch wir wollen natürlich so viel, wie es irgendwie geht, die Welt sehen und verschiedene Kulturen entdecken. Aber es ist einfach keine To-Do-List. Reisen ist keine To-Do-List. Reisen ist nicht, ich mach das Land, dann mache ich das Land, dann mache ich das Land. Und sind sie wirklich in dem Land? Also nur weil du dann vielleicht in einem Ort warst, ist das ist dann deine Aussage, dass du dieses Land gesehen hast? Es ist schon so, dass auf Social Media das einfach so krass, du hast einfach so dieses Gefühl, oh, jetzt waren die da, dann müssen wir da auch hin. Und man schämt sich fast, weil wir noch nicht so viele Länder gesehen haben und weil wir eher sagen, hey, Thailand hat uns richtig gut gefallen. Da kann ich auch 10-mal hinreisen. Da will ich wieder hin und so. Und ich glaube, das sollte Reisen sein. Also es wird immer Länder geben, die einem besser gefallen und es wird immer Länder geben, die einem schlechter gefallen. Und warum denn dann nicht wieder in das gleiche Land gehen, wenn man sich da wohlgefühlt hat? Das sind einfach solche Fragen, die wir uns irgendwie stellen. Und wem eifert man denn da so ein bisschen nach, wenn man so eine Liste abhakt und stolz drauf ist, wie viele Länder man schon gesehen hat? Weil hat man das Land wirklich gesehen oder sehen wir zum Beispiel das Land beim zweiten Mal noch mal viel besser? Ich weiß es nicht. Ja, wir wollen damit auch niemanden angreifen. Wir wissen ganz genau, dass das für viele Leute total das Ziel ist. Und das ist auch voll okay für dich oder für euch, wenn das so das Ziel ist. Aber wir haben einfach festgestellt, dass das ist für uns ist es einfach nicht das Richtige. Dazu kommt so ein bisschen unser Selbstanspruch. Laura und ich haben beide studiert. Und wenn wir so ein YouTube-Video machen, dann setzen wir uns vorher hin, schreiben alle Informationen raus, machen uns so einen kleinen Plan, so soll das ungefähr ablaufen. Und das Gleiche gilt dann auch für so Informationsvideos über verschiedene Destinationen. Das heißt, wenn wir auf eine Insel gehen, wer sich
unsere alten Videos mal anschaut, wird ganz oft das Wort Guide finden. Das heißt, wir haben vorher super viel recherchiert, haben nachgeguckt, haben gesehen, ah, da gibt es noch einen Nachtmarkt, da sollten wir nochmal hin, das sollten wir nochmal zeigen, dies sollten wir nochmal machen. Das heißt, wir sind wirklich dann an Destinationen, an Inseln gegangen und haben da so eine To-Do-Liste abgehakt, um euch das dann zu zeigen. Auf der einen Seite lieben wir es, diese YouTube-Videos zu machen, aber auf der anderen Seite war es dann einfach gar nicht mehr das, was wir irgendwie machen wollten. Und ja, ist ja, Ich glaube, es ist verständlich. Es ist auch einfach manchmal dann so, wir haben dann einfach einen sehr hohen Anspruch und wir sind dann sehr perfektionistisch, dass wir dann zum Beispiel manchmal auch dann noch Sachen einblenden, die wir zum Beispiel jetzt nicht gemacht haben, obwohl das ja total okay ist. Am Ende ist es unser Kanal hier und wir können ja eigentlich selbst entscheiden, was wir dann zeigen wollen und was wir auch nicht zeigen wollen. Und man bekommt ja trotzdem einen Eindruck von der Destination. Also wir wissen jetzt nicht, ob das alles für euch verständlich ist, aber wir versuchen einfach, wir haben einfach sehr dem nachgestrebt, sehr perfekt zu sein. Und eigentlich, glaube ich, geht es aber eigentlich darum, unperfekt zu sein. Weil das Ganze hat jetzt irgendwie seinen Peak erreicht, indem wir einfach gemerkt haben, wir können das gar nicht mehr genießen, wenn wir an einem Ort sind. Also es ist für uns wirklich nur noch Arbeit und nur noch Stress und nur noch Druck. Also wir kommen wohin, dann wird erstmal ein Blog gemacht, dann werden Instagram-Stories jeden Tag gemacht, dann werden Bilder produziert, dann haben wir beide noch Jobs als Freelancer. Ich meine, wir reisen als digitale Nomaden, wir müssen irgendwie unser Geld verdienen. Und dann ganz am Ende steht eventuell der Punkt entspannen, genießen, Spaß haben. Verstehen Sie mich falsch, wir haben natürlich Spaß bei dem, was wir tun, aber es ist trotzdem, ein Wochenende gibt es bei uns schon ganz lange nicht mehr. Dürfen wir an einem schönen Ort sein und keinen Content machen? Werden wir nochmal hierher kommen für einen Vlog? Die Grenze zwischen Privat- und Berufsleben verschwimmt bei uns einfach immer mehr. Ja, und was wir daraus lernen, ist einfach so ein bisschen, dass kein Mensch kann 365 Tage im Jahr entdecken, exploren, irgendwelche Abenteuer erleben. Vielleicht gibt es Menschen, die es können. Wir können es auf jeden Fall nicht. Genau, wir können das nicht. Und wir haben das jetzt einfach auf eine sehr schmerzhafte Art und Weise vielleicht gelernt. Aber wir sind einfach der Meinung, dass nur mit Tiefs und nur mit Pausen fühlen sich die Hochs auch wieder gut an. Und man kann die Hochs auch wieder viel mehr genießen. Ja, und einfach generell dürfen wir uns auch nicht mehr so, das habe ich ja gerade eben schon gesagt, unter Druck setzen lassen von anderen Leuten. Und gleichzeitig wollen wir euch auch nicht unter Druck setzen. Und ich glaube, jeder muss einfach auf seiner Reise sein eigenes Tempo finden. Und da sind wir auch immer noch auf einer absoluten Lernphase. Jetzt nach 2 Jahren Reisen haben wir das Tempo auch noch nicht gefunden. Wir haben keine Routine gefunden, wie viel können wir reisen, wie viel müssen wir dann Pause machen. Ja, und lasst euch einfach auch auf eurer Reise das nicht von anderen verderben. Nicht von uns, nicht von anderen YouTubern, nicht von anderen Instagramern und auch nicht von eurer Familie oder Freunden. Heißt, lasst euch bloß keine FOMO geben. Da müsst ihr auf jeden Fall hin. Das müsst ihr gesehen haben. Ich meine, nach wie vor, wir lieben Tipps, wir lieben Empfehlungen und wir nehmen das alles dankend an. Aber wir müssen letztendlich lernen, das dann nicht an uns rankommen zu lassen, wenn wir feststellen, dass wir darauf keine Lust haben. Ganz konkret auf unsere aktuelle Situation heißt das für uns zum Beispiel, dass wir jetzt hier in Vietnam einfach nicht mehr so viel sehen werden. Wir werden nicht mehr so viel machen. Wir werden nicht an die Maya Bay, an die, wie heißt's? Ha Long Bay gehen. Und das ist auch okay so. Wir kommen vielleicht nochmal hierher. Vielleicht kommen wir nicht hierher, aber es kommt alles so, wie es kommen muss. Und wir glauben nicht, dass irgendwie unser YouTube-Kanal davon abhängig ist, ob wir jetzt ein Video von der Ha Long Bay haben oder nicht. Also das ist einfach... Ja, und einfach Gesundheit geht vor. Also egal in welcher Situation, egal in welcher Lebenslage, die mentale Gesundheit und die körperliche natürlich auch, aber vor allen Dingen die mentale Gesundheit geht vor. Und wir müssen jetzt erstmal wieder versuchen, mal einen Gang runterzufahren und irgendwie wieder unser eigenes Tempo finden mit dem, was wir hier machen. Was das für uns bedeutet, ist, dass wir doch wieder erkannt haben, dass wir doch eher Team Slow Travel sein werden in Zukunft. Wir haben zwar jetzt noch einiges geplant und es wird auch hier erstmal auf dem Kanal noch sehr schnell weitergehen. Kunterbunt weitergehen und das ist auch gut so. Wir haben uns damals jetzt arrangiert. Wir haben hier eine relativ lange Pause jetzt in Da Nang gehabt. Haben die auch noch und dann geht's nochmal los. Unsere nächste Destination quasi nach Kambodscha ist eben Vietnam. Danach geht's nach Japan. Wir haben ein super cooles Programm, darauf freuen wir uns auch. Aber in Zukunft, und darum geht es ja, haben wir einfach für uns gelernt, es ist in Ordnung, weniger Länder zu sehen und die dafür dann richtig zu sehen. Und das Ganze ist eben Slow Travel, dass wir einfach uns auch akzeptieren müssen dafür, dass wir einfach vielleicht länger an einem Ort sein müssen, weil wir einfach arbeiten. Wir sind nicht im Urlaub. Wir können nicht jeden Tag Adventure machen. Und ja, das ist, glaube ich, ein ganz großes Learning, was wir daraus mitnehmen. Am Anfang haben wir gedacht, das wäre irgendwie unsere Schwäche. Wir sind irgendwie anderen YouTubern hinterhergereist. Nicht im wahrsten Sinne des Wortes, aber hinterhergeeifert. Weil wir dachten, hey, andere besuchen so viele coole Orte. Wir wollen auch so viele coole Orte sehen.
bis wir jetzt einfach gemerkt haben, hey, wir wollen die zwar sehen, aber we have time. Also wir haben einfach so viel mehr Baustellen als andere und wir müssen uns Zeit nehmen, diese Baustellen auch aufzuräumen und zu erledigen. Und ja, und für wen machen wir das? Was aber, genau, für wen machen wir das? Für wen machen wir diesen YouTube-Channel? Ja. Und für den machen wir tatsächlich für uns. Wir beide lieben es, YouTube-Videos zu machen. Wir haben uns da so krass reingefuchst und es bringt uns einfach jedes Mal so viel Spaß, irgendwie ein cooles Video zu sehen. Ich weiß gerade, als letztes haben wir das Angkor Wat-Video geguckt. Guckt da auf jeden Fall mal vorbei, es läuft nämlich total schlecht, aber es ist richtig, richtig geil. Das ist auch so ein Punkt, ja, den ich jetzt nochmal einwerfen muss. Wir haben uns den absoluten Arsch dafür aufgerissen, dieses Video zu machen. Haben da recherchiert, Informationen zusammengesammelt, Aufnahme, Aufnahme, Aufnahme. Und jetzt ist das eines der schlechtesten Videos und wir denken uns so, wie kann das sein? Und davon machen wir aber unseren Erfolg abhängig. Also denken wir jetzt, das Video ist nicht erfolgreich, obwohl wir eigentlich total happy sind mit dem Video. Und es ist einfach falsch. Also das ist einfach von unserer Seite her das falsche Mindset. Ja, es macht uns einfach unglaublich viel Spaß, YouTube-Videos zu kreieren, zu schneiden. Laura hat jetzt auch gerade mit dem Cutten angefangen. Das heißt, wir können das jetzt beide auch. Und es ist einfach der Weg, den wir gehen wollen. Und wir glauben da auch einfach dran. Und wir haben einfach diesen Kanal so ein bisschen gestartet, um anderen Leuten Tipps zu geben, das, was wir auf Instagram gemacht haben. Wir haben immer ganz viele Tipps in unseren Instagram-Stories gegeben und auch uns ein bisschen gedacht, vielleicht können uns die Leute so ein bisschen nachreisen und oder wir können die Leute mit mitnehmen. Genau, die Leute können mit uns reisen. Aber vielleicht ist das Ziel oder unsere Lösung des ganzen Problems, dass wir vielleicht mehr ein bisschen unseren Alltag zeigen und euch einfach zeigen, wie es ist, ein solches Leben zu führen, wie wir es gerade führen. Ja, und wir haben uns einfach, glaube ich, in der Perfektion verloren, über jeden Ort, über jede Insel, über jede Stadt, den perfekten Guide, die perfekten Informationen zu vermitteln, was wir nach wie vor versuchen werden. So gut es geht, werden wir das weiterhin machen. Aber die Perfektion hat uns so weit weg davon gebracht, dass wir eigentlich nur zeigen wollen, wer wir sind, weil wir sind hier auf unserem Kanal. Das ist unsere Möglichkeit, Menschen da draußen zu erreichen. Und entweder es schauen uns Leute zu unseretwegen, oder sie lassen es halt, ich weiß es nicht genau. Wir wollen auf jeden Fall, und das ist das große Fazit von diesem Video, was uns sehr viel Gehirnschmalz gekostet hat, wie wir das ausdrücken können, ohne irgendjemand auf den Schlips zu treten. Aber unser großes Fazit ist, es wird hier mehr real werden. Es wird einfach mehr Lifestyle-Videos ab jetzt geben. Wir möchten mehr zeigen, wer wir sind, was wir machen, was uns bewegt. Die positiven als auch die negativen Seiten zeigen und euch einfach mit durch unseren Alltag und durch unser Leben nehmen und auch einfach mal sagen, wenn uns was nicht gefällt und uns dafür nicht rechtfertigen müssen, auch wenn dann blöde Kommentare kommen. Das ist einfach unser Kanal und unser Sprachrohr hier auf YouTube, euch zu zeigen, wie es wirklich ist und nicht nur die heile Welt, dieses Reisen so ist. Und so sehr wir das Reisen auch lieben, hat es einfach auch Schattenseiten. Und es muss den Leuten, die auf eine längere Reise gehen oder auf Weltreise gehen, einfach auch bewusst sein.